Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 3 Mission Ein steiniger Weg. Rüste dich mit der Waffe aus. Ja, ist leider weg. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich! Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Solomon aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Oh je, der arme Blackburn. Der wird so in den Mangel genommen. Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite. Direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Missverkennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3. Habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Oh. Ob das was zu bedeuten hat? Oh, shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Fahrzeug getroffen, werden von links beschossen! Feind hinter dem Felsen! Linke Seite! Führung Misfit, hier 1-3, stehen unter Präzisionsbeschuss. 2-3 hat es erwischt. Greifen an! Bin festgenagelt! Bin getroffen! Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich sterbe sonst. Ich hab keinen Bock drauf. Ich bin irgendwie verpeilt jetzt. Ich hab keinen Bock immer zu sterben, Mann. Fuck! Ich bin getroffen! Ja komm, von wo denn? Kann ich nicht hier rauf? Ach komm, fuck you. Neues Magazin nach. Was zum Henker geht hier ab? Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke. Los, los! Los da hoch! Bewegung, Bewegung! Kontakt voraus! Verdammte Scheiße, ich bin getroffen! Ja, komm. Das ist ein Baum. Soll mal was anderes sagen?
Außer ich bin getroffen. Wo bist du, du Pisser? Ich sehe diesen Pisser hier nicht. Jetzt muss ich wieder dahin. Oh Mann. Oh, Gott verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. So oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Mhm. Wie viel das schaffen wir? Wir mit 4 Personen. Also mit mir sind 4 Personen. Klappt. Oh, Panzer. Oh, ich muss hier vorne. Oh, fuck! Russische Transporter! Okay, das bedeutet... Gottverdammte Scheiße! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht. Also in echt mag ich keinen Krieg. Ja, aber so Filme oder glaubt ihr, die Russen sind so Spiele ist Krieg okay, aber ich meine ja so ein echt. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Das für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance! Oh mein Gott. Nein, echt mag ich den Krieg nicht. Da werden auch Unschuldige getötet und. Ich weiß nicht. Ziele voraus! In Deckung! Ich sehe dich hier nicht, du Pisser! Ja, ich darf folgen! Geh doch mal weg, du Pisskorb! Scheiße Waffe gewählt. Und wo stehe ich denn hier, Mann? Ja! Denkst du, ich sehe dich nicht, du Pisskopf? Über den Kampf kommen noch mehr Fallschirmspringer. Feuerschutz! Haltet eure Sektoren! Mann, ey. Granate.
Ich soll da hin. Willst du mich verarschen? Rein da! Metkovic, halt die Augen auf! Wo soll ich denn hin, Mann? Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Funken nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt. Verstanden? Gegenangriff! Kontakt! Baumgrenze vor uns! Fallschirmjäger! 200! Schnell nacheinander! Feind hinter Deckung! Fahren! Was ist das? Komm, fuck you, Alter. Sorry, Leute, aber es regt mich irgendwie auf. Grenze vor uns. Fallschirmjäger, 200. Schnell nacheinander. Feind hinter Deckung. Fahr! Ich sterbe eh, wusste ich doch. Och Mann, komm, fuck you, Alter. Ja, weil ich die scheiß Pisswaffe nicht mehr hab. Weil ich die abgefeuert hatte. Scheiße. Hätte ich bloß doch diese Bazooka noch. Fuck you. Und Fallschirmjäger, 200, schnell nacheinander. Feind hinter Deckung, fahr! Ja, ich bin tot, Mann. Ach komm, Mann, was soll der Scheiß? Ich dachte, mit der Waffe geht es. Fuck you. Nee, sorry, Leute, aber es kotzt mich sowas von an. Aber ich hab ja keine... Ich hab nur diese Pisswaffe, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Stirb doch. Was für Panzer. Angriff.
Ich habe keine Chance gegen diesen Pisser. Ja, natürlich, komm. Ich habe auch keine Munition, ich habe gar nichts mehr. Blackburn, komm jetzt hier hoch. Schieß mit der AT4. Munition prüfen und sammeln. Ja, natürlich, der ist nicht kaputt gegangen, oder was? Ey, Leute, das geht doch gar nicht. Du Pisskopf. Hintereinander gehen und Augen offen halten. Verstanden. Mir nach. Kommt. Ja, natürlich, er kann rüberspringen, irgendwann natürlich ich nicht. Sportgeschütz, nach rechts, nach rechts! Über die rechte Flanke aufwärmen, Feuerschutz! Ja, natürlich, ich... Verstehe einer dieses... Spiel. Bin ich so unlogisch? Ja, auf mich wegzuschubsen, du Pisskorb. Unser Fahrzeug hat erwischt. Feuer von links. Gottverdammte Scheiße. Ey. Na los, komm, geh doch down jetzt hier. Oh, fuck, 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 ich muss kurz warten. Ja, ich weiß, das wird nicht toleriert. Lass mich kackeiern. Der war dämlich gerade. Okay, wir können los. Komm wieder. Oh, ich muss da hinten hin. Da. Ich muss ja ihm folgen. Sektoren. Hab ihn! Ist auch eine andere Waffe? Nein, natürlich nicht. Öffne das Feuer! Ach, ich muss ja bei ihm bleiben. Oh Mann!
Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass mein Freund gerade im Spiel ist. D3 Lani. Ah, das ist ein Team. Oh, Scheiße. Mann. Ja, natürlich. Ach komm, fuck you. Oh, Mann, 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 Mann. Ich weiß. Ausdruck ist keine Lust. Aber ich find's cool, bei so welchen Spielen kann man sich abreagieren. Ach doch. Aber ich sag mal so, es gibt auch Bekloppte, sag ich mal, die denken, dass das so wie echt und weiß ich nicht. Oder was ich überhaupt nicht ab kann, ist, Mann, wo ist dann hier einer? Ist zum Beispiel, wenn einer das spielt und dann, auf einmal rausgeht und dann draußen echt Leute abschlachtet. Das finde ich irgendwie krank. Granate! Finde ich echt scheiße. Weil diese Leute versauen immer so eine Spiele. Na komm, ich sterb hier gleich wieder. Wir müssen raus aus dem Beschuss und uns zusammenreißen. Ich reiß mich doch zusammen, du! Feindlicher Panzerboot! Noch zwei BMDs! Panzer ist bereit und mobil! Oh Mann! Ich weiß, wird nicht toleriert! Kann ich denn dafür, wenn dieser Pisskopf im Weg steht? Keine andere Waffe? Mann, ja, ich sterbe, ich weiß. Fuck. Ah, natürlich. Ach komm, fuck you. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Aber ich mache es weiter. Ja, ich warte. Panzer ist bereit und mobil. Komm her, du Pisspanzer. Ich schieße jetzt. Ich habe Infanterie.
eingesichtet. Rückt in unsere Richtung vor. Ich seh's, Blackburn. Halte deinen Sektor und gib Metkovic Deckung. Kontakt genau voraus. Ja. Was? Ja, oh, ich hab einen Krampf. Ja, was machen wir jetzt? Campo, bereit machen. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Das ist taktische Kriegsführung, Sergeant. Wenn's dir nicht gefällt, dann geh doch zur Air Force. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Absolut. Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Scheiße! Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Vielleicht. Oh, scheiße! Er hat uns gesehen. Gott verflucht, der Kacke! Bewegung! Dagegen richten wir einen Scheiß aus. Wo sind die Stinger? Die Fahrzeuge. Kacke! Er kommt zurück! Hä? Ich bin... Warum rennt er nicht? Ich hab doch ganz Zeit auf Rennen gedrückt. Du Pisskorb. Oh, mein Finger aus. Hat einen Krampf. Mein kleiner Finger hat einen Krampf. Ich hab sowieso schon so Skelettfinger. Runter. Dagegen richten wir einen Scheiß aus. Wo sind die Stinger? Die Fahrzeuge. Kacke. Er kommt zurück. Wir sind im Arsch. In den Leichtpanzern waren Stinger. Das war die letzte. Kommen wir da ran? Wir müssen! Komm schon, Mann, los! Beeilung! Jetzt geht's los! 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 Such die Singer! Sie sind Growler! Die sind abgeschnitten! Unten bleiben! Los, los, los! Achtung! Wo soll ich denn hin? Ach, da! Vorwärts, Scheiße, vorwärts! Mann, piss dich doch! Blackburn und Tess, durchsuch den Growler! Jetzt, Metkovic, los, los, los! Ist wieder drin? Sie steckt in dem scheiß Wrack fest! Er kommt! Oh nein, die sind tot. Oh nein. Mit dem bin ich oft. Du verfickter Wichser, Steve. Gott. Na gut. Ich weiß, was du denkst. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wären vielleicht beide noch hier. Ja, wahrscheinlich. Wir haben Krieg.
Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kafarov erwischen, und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und dann gibt's noch dich. Es liegt an euch, Marines. Kommt ihr jetzt mit, oder was? Ja. Klaro. Aber beim nächsten Part. Ciao, Leute.